Leute, ich will ein Video über ein Tauschpaket machen. Ich habe das Paket hier, aber es ist so schwer, dass ich es jetzt mal nicht heben werde. Ja, ich habe versprochen, dass ich mit dem Auspacken warte, wenn ich das Video mache. War für mich eine Zerreißprobe, ich wollte das Video schon vorher machen. Ging aber nicht. Zeitmangel eben. Und jetzt war ich arbeiten, habe noch kurz gechillt und jetzt habe ich mir gedacht, mache ich das Video. Weil mich holt dann jemand ab. Also, ich bin gespannt, was alles drinnen ist. Ich mache mal auf. es ist eine Karte drinnen. Das finde ich witzig. Ich weiß nicht, ob ich es vorlesen darf. Es hat eine wunderschöne Schrift. Liebe Jeanette, ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Happy Birthday. Ich hoffe, du freust dich über die Sachen. Viel Spaß beim Testen. Liebe Grüße, Dragonheart Beauty. Sie hat auch einen Instagram-Kanal. Ich habe so Kopfweh, aber ich will dieses Video unbedingt drehen. Sie hat auch einen Instagram-Account. Ja, also machen wir kurz mal das Plastik da weg. Ich liebe das. Da war die ganze Zeit so ein loses Haar. Wir haben ein Tauschpaket gemacht, weil sie hat keinen Müller und kein Action in ihrer Nähe und ich habe keinen Rossmann bei mir, natürlich nicht. Deswegen haben wir sich ausgemacht, dass wir ein Tauschpaket machen. Ich habe ja auch schon mal ein Paket geschickt wegen den Cadea Vera Weihnachtssachen. Die habe ich ihr damals geschickt. Und jetzt haben wir sich eben ausgemacht, dass sie mir was schickt, weil ich Geburtstag hatte und wir schicken sich dann gegenseitig wieder was, wenn sie Geburtstag hat im Mai. Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen verzweifelt. Fangen wir mal an, ich fische einfach nach der Reihe raus und zeige euch die Sachen. Einmal sind drinnen von Isana Vitamin C Ampullen. Die Verpackung schaut ja mega schön aus. Klingt aber gruselig, hört ihr das? Die Verpackung ist mega schön. Also, das ist echt old. Ich muss das jetzt mal da kurz das ganze Plastik da wegwerfen. So, dann haben wir... den hat sie auch schon gehabt. Habe ich gesehen. Oh Gott, geil. Einmal den Sweet Feeling. Sanfter Duschschaum. Orange und Himbeer. Ich rieche leider nichts. Aber bin gespannt, wie der ist. Der schaut so aus. Von Isana natürlich. So, dann ist drinnen Isana Deo Spray Candy Sky. Das klingt geil. Ich glaube, ich habe auch... Boah, das erinnert mich an den einen... Ich sprühe das jetzt kurz. Okay, doch nicht ganz. Aber es riecht mega geil. Boah. Das riecht mega. Weiß ich gar nicht, ob ich das mit in die Arbeit nehme oder ob ich es zu Hause verwende. Ich bin ein bisschen überfordert, wie ihr seht. Ich flippe hier gleich vollkommen aus. Oh, was ist das? Milde Reinigungsmilch entfernt sanftes Make-up. Aloe Vera und Gurkenextrakt. Sie weiß, dass ich Reinigungsmilch gern benutze, weil sie schaut ja auch meine Videos. Die finde ich sehr interessant. Ich habe ja sowieso vor, eine Box mit Gesichtspflege für den Abend zu machen und eine Gesichtspflegebox für den Tag. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, weil ich halt wirklich so viel Zeug habe und wenig Platz im Badezimmer und die würde ich gerne morgens benutzen, damit ich die Micellen abends verwenden kann. Und ich bin froh, dass sie mir die reingegeben hat, weil jetzt kann ich das durchziehen, was ich unbedingt vorhabe. Also von Isana eine Reinigungsmilch. Ampullen, yes, die wollte ich unbedingt haben. Ich glaube, das habe ich ihr auch gesagt. Ein paar Sachen habe ich mir nämlich auch aussuchen dürfen. Sie wollte mich aber auch mit vielen Sachen überraschen. Also ich bin gespannt, was da alles drinnen ist. Die Beauty Glamour Glow Konzentrat Ampullen. Oh, man soll sie nicht trinken. Okay. die Verpackung ist ja arg. So schauen die aus. Bestellt, aber die Verpackung ist cool. So. Dann, oh geil. Ich glaube, ich werde zu allen geil sagen. Sie hat mir von Isana eine Pflegedusche Öl und Granatapfel reingegeben. Das ist sogar neu. Das schaut ja geil aus. Ich rieche gleich dran. Oh nein. Das riecht ja geil. Boah, das riecht ja mega geil.
Dann hat sie mir von The Beauty Mask, und die sind ja urklein, können Sie das sehen? Auf den Fotos, was sie mir schickt, sind die, schauen die so riesengroß aus, die sind ja urklein von der Verpackung her. Da hat sie mir einmal die Lippentuchmaske, ist das sehr interessant. Die hat sie mir nämlich, wir schicken sich immer gegenseitig die aufgebrauchten Sachen, was wir leer machen. Und sie hat mir immer die geschickt und ich war so gespannt, wie die sind und ich freue mich so, dass ich die gekriegt habe von ihr. Jetzt ist halt nur schwer, eine Lippenmaske zu machen. Ich habe schon wieder eine Mordfieberblase. Also, sie hat mir als erste, ich glaube, das ist Cheesecake und Blaubeere. Da steht nämlich keine Duft. Oh ja, ich kann es noch nicht lesen. Duftet nach New York Cheesecake. So sieht die aus. Und die andere Fruity Bears, also so Gummibärchenart. Girl. Girl. Aber von der Verpackung war ich jetzt sehr verwundert. Was ist denn das? Ah. Sie hat mir so ein kleines Sackerl, also so ein Mini-Tütchen reingegeben. Was genau ist das? Von Avon. Duftproben. Okay, von Avon habe ich ja keine Parfums. Da bin ich echt gespannt, wie die sind. Ich habe nämlich irgendeine YouTuberin verfolge ich, die halt viele Avon-Düfte hat. Und sie hat, was ich weiß, auch sehr viele. Also da bin ich echt gespannt. Dann hat sie mir eine Seife reingegeben. Milde Seife von Isana. Love, Berry Love, hoppala. Ich habe das Berry überlesen. Ich glaube, die habe ich sogar haben wollen. Yay. Yeah. Ich bin so happy. Oh, ja, das wollte ich auch unbedingt haben. Sie hat mir den 2-in-1 Duschschaum und Bodylotion von der Isana Limited Edition reingegeben, von dieser Disney. Mandelöl und Pfirsichduft. Da machst du ja selbstständig bei mir in der Wohnung. Man riecht es leider nicht. Aber ich wollte die unbedingt. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich habe da ein bisschen zu viel Licht, glaube ich. Das ist doch so süß mit der Marie drauf, oder? Also ich wollte das unbedingt haben. Dann habe ich hier Isana Duschgel Mango. Riechen wir mal dran. Ich muss an allen riechen. Ui. Wow. Das riecht mega geil. Ich glaube, das wird man von allen von mir hören. Habe ich euch das jetzt gezeigt? Isana Mango Dusche. Geil. Ich finde alles geil. Dann hat sie mir einen Rasierschaum reingelegt. Fruchtiger Duft nach Beeren und zart duftenden Blüten. Von Isana natürlich. Secret Berries heißt der. Ich habe früher, glaube ich, mal einen Isana Schaum gehabt, bilde ich mir ein. Ich bilde mir ein, ich habe früher mal einen gehabt. Dann hat sie mir ein Zuckeröl-Peeling von derselben Limited Edition, glaube ich, ist das, von Berry Love. Boah, das ist interessant. Da kann ich dran riechen. Hm. Oh, das riecht wie ein Kaugummi. Boah. Das riecht ja mal geil. Ach du Heilige. Also so schaut das aus. Es ist so ein Zuckeröl-Peeling. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich liebe ja so Zuckeröl-Peelings. Also. Dann sehe ich gerade Green Apple Tweet von Trestle oder Trackle Moon. Das wollte ich ja auch unbedingt haben. Da war sie so lieb und hat mir eins reingegeben, weil ich das unbedingt haben wollte, weil es das bei uns nicht gibt. Jetzt rieche ich gleich dran, weil ich wollte unbedingt wissen. Boah. Das riecht auch mega. Das riecht mega gut. Ich bin so happy. Die wollte ich unbedingt haben. Das ist von Isana, die Cremeseife. Lemon and Lime. Ich weiß eigentlich, wollte ich ja keine Nachfüllpacks mehr, aber ich wollte die unbedingt haben. Yay. Von diesem Berry Love ist auch ein Duschgel drinnen. Und ich finde diesen Duft mega gut. Ich weiß ja nicht, ob das... Ich kenne mich ja bei Isana nicht aus. Also das wird sicher nicht mehr geben, oder? Das riecht so gut. Ich bin echt baff, wie gut das riecht. Dann hat sie mir von der Sweet Feeling Limited Edition, weil das ist ja immer so ein Trend-Ding, glaube ich, heißt das. Ich schaue halt immer Videos, aber so richtig auskennen tue ich mich leider nicht. Von Isana natürlich wieder ein Zuckeröl-Peeling. Jetzt kann ich endlich dran riechen. Wenn es nicht zu ist. Verdammt, das ist zugeschweißt. Okay, dann lassen wir es lieber zu. Aber auf das bin ich auch sehr gespannt.
Auf das bin ich wirklich gespannt. Ich kenne mich aber, ich werde sicher nicht gleich alles verwenden. Ich werde so ein bisschen bunkern noch. Da bin ich leider so blöd. Ah, da hat sie mir ein Body- und Massageöl mit reingegeben. Auch wieder von diesem Sweet Feeling. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das haben wollte. Ich glaube schon. Ich bin mir eigentlich, ich wollte das haben, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Aber ich freue mich schon drauf, wie das ist, weil in letzter Zeit habe ich so trockene Haut. Das ist echt nicht mehr normal. Dann hat sie mir eine Creme-Dusche reingegeben. Floraler Duft von Isana mit so einem limitierten Design. Nicht zum Boden fliegen. Wie kann das sein, dass alles gut riecht? Ich verstehe das nicht. So, Isana schäumendes Duschgel, fühl dich gedrückt. Oh, das ist süß. Limited Edition. Das ist süß. Das, sieht man's? Nein. Oh, Kamera, nimm. Geht doch. Da ist ein Alpaka drauf. Das ist auch süß. Wie riecht denn das? Das steht da gar nicht drauf, oder? Das schaut auch sehr, sehr niedlich aus. Also ich bin gespannt, wie das ist. Dann hat sie mir noch zwei Peelings reingeschmissen. Also sie weiß, dass ich ein Peeling-Junkie bin. Das mache ich jetzt aber lieber nicht auf, weil das durch den Transport sich so ein bisschen verlegt hat. Aber das habe ich vor kurzem in einem Video gesehen. Das ist von dieser Dreamy Sky Limited Edition. Auf das bin ich sehr gespannt. Das ist aber ein bisschen flüssiger als die anderen. Dann, das ist glaube ich auch ein bisschen flüssiger. Genau, ist das auch wieder so ein Öl-Peeling, so ein Zuckeröl-Peeling. So, das ist mit Granatapfel, glaube ich. Das steht da, glaube ich, nicht so genau drauf. Aber so schaut das aus. Ich bin ja sowieso so ein Peeling. Also Peeling brauche ich jetzt dank ihr Gott sei Dank keine mehr. Wie schade, eine Ampulle hat es nicht ganz überlebt. Ich muss die dann ein bisschen sauber machen. Oh, die ist zerbrochen, eine Ampulle leider. Sie hat mir nämlich noch diese Pertide Power Ampullen mit reingeben. Die lasse ich mal da am Schirr. Ja, sie ist am Boden geflogen, habe ich mir gedacht. Die haben es leider nicht überlebt. Also Gott sei Dank, zwei haben es noch überlebt. Also es ist aber trotzdem, finde ich, ein bisschen ärgerlich. Obwohl sie das so gut gepolstert hat, aber die Ampullen zu transportieren ist schwer. Ich habe die, glaube ich, auch uroft einpackt, damit nichts passiert. Weil die Ampullen sind so empfindlich. Manchmal fliegen wir in der Arbeit auch welche runter. Das ist echt schlimm. Oh, sie hat mir ein Trockenshampoo reingegeben. Von Isana natürlich. Von dieser Dreamy Sky. Ich weiß nicht, nach was das riecht. Das steht da nicht. Aber so schaut das aus. Dann habe ich drinnen eine Isana Body Lotion Sunset Beach. Ich will das nicht alles aufmachen und dran riechen, aber das hat eine Kokos und eine Pfirsich und so abbildet. Die schaut auch sehr interessant aus. Und sie hat mir eine Peel-Off-Maske reingegeben. Metallic Peel-Off-Maske. Die schaut auch sehr interessant aus. Kenne ich gar nicht, welche Marke das ist, weiß ich leider auch nicht. Aber die schaut, also das Blau ist echt witzig. So. Von dieser Granatapfelserie hat sie mir auch noch eine Handseife reingegeben. Die schaut ein bisschen witzig aus, wie Marmelade. Das ist ja interessant. Also da bin ich echt gespannt, wie die ist. Das habe ich mir erschrocken, so der Geschirrspüler. Dann hat sie mir ganz, ganz viele Masken reingegeben. Auch Augenpads und so, weil ich die auch haben wollte. Also bei der Tuchmaske zum Beispiel habe ich sie angebettelt, dass sie mir die... Und da haben wir schon die Ampullenflüssigkeit drauf. Einmal hat sie mir reingegeben eine Gesichtsmaske und auf die bin ich schon sehr gespannt. Ich glaube, das ist aber eine Tuchmaske, oder? Das steht da gar nicht. Ist das eine Tuchmaske? Egal. Auf die bin ich so gespannt, weil da habe ich mich so extrem aufgeregt, dass wir die nicht haben. Intensive Feuchtigkeit, Mandelöl und Kirschextrakt. Also die Verpackung ist wunderschön von dem. Wirklich wunderschön. Dann hat sie mir dazu passend die Augenpads reingegeben. Die Verpackung, also... Das schaut so lecker aus. Ich bin sowieso so ein Marzipan-Junkie, also... Boah. So. Oh, die schauen sehr interessant aus. Die schauen ja witzig aus. Von Isana natürlich. Hydrogel-Augenpads. Schauen aus wie so Schmetterlingsflügel. Cool. Ich will die gar nicht verwenden, aber das wäre ja dämlich.
eine Handschuhmaske, die schon auch sehr interessant. Die Verpackung ist auch wunderschön. Die Vali Midi, jetzt sehe ich gerade, mit Kokos und Macadamia. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt so gespannt, wie die Sachen sind. Eine Fußmaske hat sie mir auch reingegeben von Fußwohl. Das ist ja die Eigenmarke von Rossmann, was ich weiß. Interessant. Interessant. Wieder eine Lippenmaske. Die ist, glaube ich, die ist auch limitiert. Intensive Pflege mit Melonenextrakt. Okay, da flippe ich gleich aus. Die Verpackung hätten die aber auch mehr so in diesem Melone-Design machen können, damit es mehr auffällt. Da hat sie mir gesagt, sie schenkt mir eine Packung. Das sind diese Aloha Hawaii Augenpads. Die wollte ich unbedingt probieren. Da ist so viel Flüssigkeit drinnen. Das ist schon viel, was da drinnen ist. Das ist echt arg. Man, die haben so ein süßes Ananas-Design. Seht ihr das? Ist ja herzig. Mein Gott, wie süß ist das bitte. Dann habe ich noch drin auch Hydrogel-Pads von dieser Sweet Feeling-Serie. Ja, das sind so coole Sachen dabei, wirklich. Dann habe ich hier noch Hydrogel-Maske. Hydrogel geht immer. Schaut auch sehr schön von der Verpackung aus. Jetzt habe ich mich erschrocken, dass mein Handy war. Ich habe die ganze Zeit Panik, dass mein Freund reinkommt. Der ist nämlich gerade weggegangen, damit ich Videos drehen kann. Ich kann mich nicht an den Gedanken gewöhnen, dass er im Wohnzimmer sitzt und ich mache da ein Video. Irgendwie ist mir das unangenehm. Videos schneiden kann ich schon vor ihm, aber drehen ist irgendwie noch so irgendwie peinlich. Sie hat mir auch die Lippenmaske, so, jetzt habe ich den Satz richtig rausgebracht, mit der Wassermelone reingeben. Die finde ich sehr interessant. Also da bin echt gespannt, wann ich hoffe, ich kann bald wieder Lippenmasken machen. Oh, diese dämliche Fieberblase. Noch eine Lippenmaske, Hydrogel. Das ist schon sehr viel, was sie mir da reingemacht hat. Wahnsinn. Ich meine, ich habe auch ziemlich übertrieben bei dem Paket. Okay. Sherty, da muss ich sie fragen, was das ist. Creamy Milk Tea. Okay, hat sie mir auch reingegeben, zweimal. Ich bin gespannt, wie das ist. So. Dann hat sie mir noch ein paar Augenpads reingegeben, sogar urcoole. Und eine Crememaske. Eine Avocado- und Retinol-Maske. Boah, die schaut schön aus. Die schaut mega schön aus. Dann hat sie mir noch... die finde ich auch mega interessant. Ich glaube, die habe ich irgendwo auf Instagram gesehen. Isana Feuchtigkeits-Augentuchmaske. Das ist ja so eine ähnliche wie die mal von Balea. Und die von Balea mag ich auch gerne. Ich habe noch eine und will die nicht aufbrauchen. Deppert, oder? Eine Tuchmaske, glaube ich, ist das. Da steht da nicht drauf, da steht nur Verwöhnmaske drauf. Aber die Verpackung ist wunderschön. Also die Verpackung ist wirklich schön. Isana macht das mit den Verpackungen sehr gut. Dann haben wir noch dreimal Augenpads. Einmal die Dreamy Sky, wieder von dieser Limited Edition, das sind Wolken. Also da finde ich die von Isana wirklich cool, dass die so auch so, ja, designmäßige machen. Das finde ich cool. Und die Melone hat sie mir noch einmal reingegeben. Und die... Was soll das sein? Auch Wolken oder so? Ist ja wurscht. Simple Pfingstrosenextrakt. Die Verpackung schaut auch sehr schön aus. Die Augenpads sind blau. Also, ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Isana Tuchmaske Dreamy Sky hat sie mir auch reingegeben. Sie hat mir, glaube ich, alles von diesen Limited Editions reingegeben. Und dann hat sie mir noch eine Tuchmaske mit einem Hund reingegeben. Let it snow. Da sind sogar kleine Hunde drauf auf der Maske. Seht ihr das? Ich bin gespannt, wie die ist. Oh, süß. Oh. Da sind noch ein paar Sachen drinnen. Und die inklusive der zerbrochenen Ampulle. Sie hat mir, ich glaube, Zuckerl sind das, noch reingegeben. Die schauen interessant aus. Das schaut witzig aus. Das schaut echt witzig aus. Einen riesen Tiegel von einer Bodycreme hat sie mir reingegeben. Isana Kakao und Shea Butter Bodycreme. Die klingt sehr interessant. Ich hoffe, das mit dem Licht macht mich echt kirre. So, jetzt sieht man es.
Ich bin echt gespannt, wie die ist. Wahnsinn. Dann, die habe ich mir die gewünscht, ich bin mir nicht sicher, aber die hat eine mal in einem Video gezeigt und ich wollte unbedingt wissen, wie die ist. Sie hat mir von Nisana die Aromaseife Orange und Sandelholz noch reingeben. Finde ich auch sehr interessant. Und dann, das hat sie mir reingegeben, weil ich das unbedingt haben wollte. Einmal das Deo, wo die Susi drauf ist. Und die Bodylotion mit Bambi. So herzig. Ich finde die Verpackung so süß. Dankeschön. Ich habe mich wirklich gefreut. Die Sachen sind echt cool. Ich meine, es ist ein bisschen doof mit der Ampulle, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Aber die Sachen sind wirklich cool. Ich kann mich über gar nichts beschweren. Echt nicht. Also ich habe echt keinen... Da kann ich echt nur die Klappe halten. Bei dem bin ich echt gespannt, wie das ist. Also da muss ich sie fragen, wie man das... Steht das da irgendwo... Okay, da steht sie auf Englisch auch drauf. Also ich bin echt gespannt, wie das ist und wie das schmeckt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich war ein bisschen überfordert. Ich glaube, das hat man noch gesehen, weil ich auch nicht wusste, wie ich das alles handeln soll. Aber ich finde die Sache echt cool. Ich freue mich über jedes einzelne drum. Finde ich wirklich cool. Ich meine, ich weiß, ich habe eh so viel. Ich darf mir jetzt in letzter Zeit nichts kaufen, sagt sie. Und kann euch bald ein Haul-Video zeigen. Aber... Wahnsinn. Also echt Wahnsinn. Ich freue mich wirklich über die ganzen Sachen. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich als erster verwende. Ich finde das so witzig, dass die Verpackungen so klein sind. Ich meine, wenn man von Isana die Lippenmaske anschaut. Ich meine, okay, das ist eine Tuchlippenmaske, aber das ist ja echt arg. Der größte Unterschied ist echt heftig. Ich fand das so süß, wie ich das gesehen habe gerade. So herzig. Na gut, bevor ich jetzt weiter rumlaber. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin schon echt gespannt, wie die Sachen sind und ich will bald was verwenden. Ich weiß noch nicht was, aber ich will bald was verwenden. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!